Die heutige Folge widme ich mal dem Raven Kitsune, denn ich habe eine schöne Info bekommen, einen Tipp, der euch allen helfen sollte. Man kann wohl in der Hauptquest ein Monster, welches man hunten möchte, zweimal besiegen. Man muss nur das gewünschte Monster besiegt haben, dann bekommst du ja die Items dafür. Und dann darf man aber nicht die Belohnung abholen, also diese EXP, die man ja kriegen würde. Das heißt, bevor man das macht, geht man einfach auf die Einstellungen und sagt dort, ich möchte gerne die Schwierigkeit der dringenden Quest runtersetzen. Von 8 auf 7 oder 9 auf 8, wer schon soweit ist, oder von 7 auf 6, spielt gar keine Rolle. Warum sollte man das tun? Weil dann kann man nämlich das Monster, was man gerade eben gelegt hat in der dringenden Quest, nochmal besiegen und bekommt dafür die Items. Das ist doch mega geil. Bei Dämonium macht es, glaube ich, am meisten Sinn, weil es ist das letzte Monster. Er gibt doppelt so viele Zenny und viele haben ja auch Bock auf ein Dämonio. Und bevor man nämlich dann die Queststufe runtersetzt, wäre schon blöd. Gerade wer jetzt auf Stufe 8 Monster zockt, ihr wisst ja, Stufe 8 Monster geben eben nun mal auch die roten Items. Und dann wäre es blöd, wenn man zum Beispiel bei Queststufe 1 einem Tsitsiyaku, wenn man den zweimal besiegen möchte, dann ist ja die ganze Queststufe bereits auch auf Stufe 7. Das will man natürlich nicht. Deswegen macht man es auch so spät wie möglich. Bei mir zum Beispiel macht es Sinn, ich überlege, ob ich das zukünftig bei Black Diablos mache, weil ich will ja immer noch den Black Diablos Bogen haben. Und wenn ich die Chance habe, so einen Black Diablos zweimal zu besiegen, dann ist das doch geil. Dann ist zwar der Dämonio, der danach kommt, nur auf Stufe 7, aber ich habe mittlerweile so viel Pech bei dem, ich bekomme eh kein rotes Item. Ist mir also eh egal. Die doppelten Zenys nehme ich trotzdem mit. Und da möchte ich mich hier an der Stelle bedanken. Vielen Dank für den Tipp. Nehmt den Tipp für euch mit, wer es noch nicht gecheckt hatte. Also ich habe es auch nicht gecheckt. Und ich frage mich immer wieder, wie kommt man auf sowas? Also mit ein bisschen Nachdenken hätte man auch selber drauf kommen können, dass es so funktionieren könnte. Aber ja, geil. Das ist das Coole, wenn man hier so ein bisschen Videos macht und dann kommt von der einen Seite mal ein bisschen Wissen, von der anderen Seite mal ein Tipp. Das ist doch geil, das Ganze wird geteilt und bedankt euch gerne auch bei Raven Kitsune für all diejenigen, die das vorher noch nicht so mitbekommen haben. Ja, das war's auch schon, eine kurze Folge. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag, schönen 1. Mai. Ich gehe raus, Wetter ist gut und damit, wenn ihr hauen und tschüss.